Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer bei Wunder heute. Mein Studiogast war Diskothekenbesitzer einer großen Franchise-Kette, knallhart, erfolgreich, tüchtig und oft jähzornig. Als sein Geschäft immer erfolgreicher wurde, meinte er, an der Spitze des Lebens zu sein. Doch unter all dem litt sein Ehe- und Familienleben drastisch. Dazu kamen die fatalen Wirkungen des Alkohols und der Erfolgssucht. Er wollte sich das Leben nehmen, doch Gott sei Dank ist er in seiner Verzweiflung dem lebendigen Gott begegnet. Die Rede ist von Stefan Wehner aus Heimenschwand aus dem Kanton Bern. Und ich begrüße dich ganz herzlich hier zu diesem Gespräch, Stefan. Danke. Stefan, du hast eigentlich sehr erfolgreich, hast du da so einen Diskothekenbetrieb aufgebaut. Spitzenzeiten waren 1000 Gäste, kann man sagen, oder im Durchlauf bis zu 1200 Leute an einem Abend dort. Man könnte sagen, ist ja alles soweit gut gelaufen. Mhm. Und trotzdem kam es zu einer großen Krise. Auf einmal lief das Unternehmen, ging es bergab und nicht mehr bergauf. Mhm. Was ist da passiert in dir, als du das realisiert hast, es geht bergab? Ja, gut, ich muss vielleicht dazu sagen, dass das Ganze nichts auf meinen Mist gewachsen ist. Die Idee an und für sich war schon da. Das ist ja das Konzept des Franchising, dass man eine Idee kauft. Und von dem her konnte ich mich ein bisschen ins gemachte Nest setzen. Es war eine erprobte Strategie, ein erprobtes Konzept, das natürlich auch immer wieder neue Ideen brauchte. Und da fand ich mich wieder. Ich dachte, war sehr kreativ und auch meine Ideen, da fehlte es nicht. Und ja, dadurch, dass auch das einzigartig war, will ich mal sagen, bei uns in der Region ging es relativ schnell bergauf. Und aber auf deine Frage zurückzukommen, als ich dann spürte, jetzt läuft es nicht mehr so, dann ja, wie reagiert man als Geschäftsmann? Ich denke, man schraubt dann am Mitarbeiterstab. Ja, es waren zum Teil 50 Angestellte, nicht alle festangestellt, aber vom Parkplatzwächter bis DJ, Animateur, Türsteher, Servicekraft und so weiter. Dann beginnt man eben, das Ganze wirtschaftlich anzugehen. Man schaut, wo kann man Einsparungen machen und so weiter. Und das ist natürlich, denke ich, für jeden Geschäftsmann ist das keine schöne Sache. Und man hofft natürlich, irgendwann, die Hoffnung war da, aus dem Tief wieder herauszukommen. Also so diese saisonalen Schwankungen, gerade auch in der Gastronomie, die sind ja eigentlich immer da. Also am Anfang realisiert man das, oder man weiß, okay, jetzt kommt das klassische Sommerloch, dann kann man sich gut darauf einstellen, indem man eben das Personal schon voraus reduziert und so weiter. Ja. Also du hast wirtschaftlich probiert, dort den Hebel anzusetzen, ja, und immer noch die Hoffnung gehabt, das kommt schon wieder gut, genau, das kriegen wir irgendwo hin. Ja. Das Fatale auch, wie gesagt, du hattest Probleme mit Alkohol und auch deine Ehe, dein Familienleben litt darunter und letztlich zerbrach deine Ehe. War das genau auch zu dieser Zeit? Also, wo zerbricht eine Ehe? Und oder es ist ein Prozess auch dahinter. Es war ein sehr langwieriger Prozess, wobei, ja, man hat relativ schnell geheiratet, man hat da nicht groß überlegt, auch es war irgendwann mal es war eigentlich wie eine Option bei uns. Und ja, ich denke, die ganze Konstellation ist eher unglücklich. Nachtleben, Alkohol und dann noch eine intakte Familie haben, das ist schwierig. Also die meisten, die ich kenne, sind daran gescheitert. War das dann auch ein Punkt, wo du irgendwie sagen musstest, das kann es nicht sein? Der Betrieb läuft nicht mehr so, das Unternehmen, deine Ehe, die zerbrach, wo du gemerkt hast, hier funktioniert es nicht mehr, dass du gemerkt hast, hey, was geht hier ab und könnte es noch einen anderen Plan geben in meinem Leben? Könnte man das so beschreiben? Ja, also zu dem Zeitpunkt hatte ich mir weniger so über das Gedanken gemacht, ob es einen Alternativplan gibt. Oder ich hatte meinen Plan und den verfolgte ich ohne Rücksicht auf Verluste. Es ging so weit, dass ich
Ja, meine damalige Frau, die arbeitete selbstverständlich bei mir mit im Betrieb, unentgeltlich natürlich. Das war für mich alles selbstverständlich. Und ja, also mein Ziel und mein ganzes egoistisches Wesen, ich hatte ein Ziel und da ging ich drauf zu. Das war Alternativplan. Könnte ich nicht sagen, dass ich den hatte. Ich hatte ein Ziel und das hatte ich angesteuert. Mhm. Das würde ich das erklären, ja. Und dann kam es aber doch zu ganz interessanten Begegnungen mit Menschen, die dich dann auf Gott oder sagen wir es noch konkreter auf Jesus Christus ansprachen. Ja, ja. Berichte uns davon. Das hat ja dann wirklich etwas ausgelöst bei dir. Ja, also es war so, dass eben dann, als dieser Punkt kam, als es mehr und mehr bergab ging, als ich dann auch realisierte, dass es nicht nur saisonal bedingt, das Ganze. Und ja, also wir verstehen unser Leben ja nur rückwärts und doch müssen wir vorwärts gehen. Wenn ich das jetzt so sehe, war da schon eine unsichtbare Hand da am Wirken, die einen Plan, eben diesen Plan, wie du erwähnt hast, mit mir hatte, den ich aber noch nicht sah. Und als es dann doch immer mehr und mehr bergab ging und ich merkte, ich bekam das gar nicht mehr in den Griff, auch wirtschaftlich, und parallel die Ehe immer mehr den Berg hinunterging, da, ja, was macht man? Es kommen Probleme auf einem zu und das Einfachste, das man machen kann, man flüchtet. Also ich habe die Konfrontation mit meinen Problemen, die mehr und mehr unausweichlich wurden, gescheut. Eigentlich ein Phänomen, das ja viele Menschen machen. Man flieht, man tritt die Flucht an, man ignoriert in der Hoffnung, ja, es wird schon irgendwie wieder besser werden. Als der Tiefpunkt dann so gekommen war, nicht die Flucht, die Flucht erstmal natürlich auch von meinem Problem, von mir selber auch, hatte ich mich fürchterlich besoffen, hatte noch Medikamente genommen, ich wollte einfach Schluss machen, fertig. Also eigentlich dein Leben, wirklich, dir das Leben nehmen. Ja, definitiv. Hm. Also das war für mich auch klar. Das muss ich jetzt irgendwie sicher machen, das Ganze. Ich konnte mit dem nicht umgehen, dieser Imageverlust auch und ja, dann noch zu erfahren, dass die Frau eine andere Beziehung hat, das hat mich enorm runtergezogen. Am Anfang hat man es eben noch mehr ignoriert und dann eben probiert zu restaurieren, das Ganze. Aber nachdem ich merkte, dass ich da keine Chance hatte, dachte ich, okay, ich mache definitiv Schluss mit meinem Leben. Und es hat Gott sei Dank nicht geklappt. Mhm. Und in dieser Zeit dann, ich bin dann im Spital aufgewacht und man wollte mich in die Psychiatrie stecken. Und dann, naja, so ziemlich rebelliert auch in dem Krankenhaus und bin dann, nachdem sie mich ein paar Stunden da ausgenüchtert hatten, auf eigene Verantwortung habe ich das Krankenhaus verlassen, hatte meinen besten Freund angerufen und gesagt, komm, bring mich hier weg aus diesem Irrenhaus hier. Und ja, er hat mich dann weggefahren in eine andere Stadt, in eine Großstadt. Ich wollte einfach mit dem bisschen Gepäck, das ich hatte, weg. Ich wollte nur weg und stand da am Flughafen und sagte dieser Frau noch, egal wohin, von mir aus, ich glaube, es war Weißrussland oder sonst wohin, nur weg, nur weg. Ja, zu meinem Erstaunen war das nicht möglich gewesen. Es ging einfach kein Flieger. Ich kann das bis heute noch nicht begreifen, wie an einem relativ großen Flughafen in so einer großen Stadt, da fliegen doch eigentlich rund um die Uhr Flieger. Die Frau hatte nichts zu bieten dergleichen und so saß ich dann am Flughafen. Alleine mit mir, mit meinem Gepäck, mit meinem Problem. Und ich war dann gezwungen, mich in dieser Stadt niederzulassen für eine kurze Zeit. Ich habe dann eben ein Hotel gesucht und so begann dann eigentlich dieser Heilungsprozess, will ich mal sagen. Aber das erkannte ich natürlich noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ich war immer noch in der Hoffnung, ja, das Geschäft erholt sich schon wieder. Ich mache mal ein bisschen Pause, ein bisschen abschalten und bin natürlich auch von dem Selbstmordversuch psychisch auch ein bisschen erholen müssen. Es wäre ja fast daneben gegangen.
und dachte, ja, und ja, die Frau beruhigt sich irgendwann auch mal wieder, ist jetzt so ein Blackout, das sie hat. Und ja, und es war so eine knappe Woche, wo ich in der Stadt war, und da hatte ich dann eben, wie du sagtest, sehr eindrückliche Begegnungen. Ja. Und diese Begegnungen, berichte uns davon, das sind Leute, die kamen auf dich zu, oder wie ging das vor sich? Ja, ich könnte nicht sagen, dass sie mich gesucht haben. Mhm. Wir befinden uns in einer Großstadt, es war Anfang Mai, wunderschöner Maitag. Ich kam wieder einigermaßen zu Sinn im Kopf von dem Alkoholtrip, den ich da hatte. Und dachte, okay, ich gehe mich ablenken. Die Probleme waren immer noch da. Die kann man nicht einfach so wegdiskutieren. Und dann habe ich versucht, mich abzulenken mit dem Geld, was ich noch in der Tasche hatte. Ging dann shoppen. Und ja, da traf ich dann auf einen Straßenprediger. Ich weiß nur wie heute, der stand da auf einem Podest oder ja, auf einer erhöhten Stelle, so auf dem Marktplatz, und hatte ein Buch in der Hand und er predigte da zu der Menge. Und das Lustige eigentlich war, dass ihm kein Mensch zuhörte. Es war ein buntes Treiben, jeder hat seine eigenen Sachen zu erledigen und so weiter. Aber er stand unbeirrbar da, also wie ein Fels, und er erzählte da aus seinem Leben. Ich habe mich nur ein bisschen versteckt hinter den Menschenmassen. Und es war wirklich eigenartig für mich. Erst dachte ich, ja, der ist irgendwo entlaufen aus so einer Anstalt. Er erzählte da ganz offen von Sünden und Problemen aus seinem Leben und schaute zwischen und zitierte zwischendurch immer aus dem Buch. Und ich so aus sicherer Entfernung beobachtete diesen Mann. Und dann war es wirklich so, ich kann es nicht anders